Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, mal wieder im Flight Simulator. Oh ja, falls ihr das letzte Video gesehen habt, da haben wir ja diese ganzen Lande-Challenges vom neuen World Update gemacht. Ist ja diesmal in Australien und ein Airport ist uns dabei besonders aufgefallen. Und zwar den Katomba oder das Katomba Airfield. Man sieht, war ja eben hier diese Schotterpiste mitten in Australien, wo ich so dachte, was soll das hier jetzt sein? So mitten im Nichts kann man gefühlt so sagen. Und ja, es ist eben hier in einem Nationalpark. Und ja, wurde eben so ein bisschen, wenn ich das jetzt richtig ausgelesen habe, eben dafür benutzt, um da so ein bisschen Fuß zu fassen. Eher wenig kommerziell benutzt. Und ja, mittlerweile auch nur noch, wie man hier oben sieht, nur noch für Rettungsdienste weiterhin zur Verfügung gestellt, also Flugzeuge und Hubschrauber landen hier gar nicht mehr, also dieser Katomba Airfield hier ist nicht mehr wirklich sehr aktiv. Aber trotzdem dachte ich, schauen wir uns mal an, wer oder was jetzt so alles landen kann, zumindest ist im Spiel nach. Starten hier gleich mal in der Pilatus PC6. Sind wir noch gar nicht drin geflogen, war ja auch Teil des Game of the Year Updates, was es gab. Und ja, ich würde mal sagen, wir fliegen einfach gleich mal ab von hier. Geben hier gleich mal Schubrakete. Und dann schauen wir gleich mal, was hier denn alles so landen könnte. So. Ja, na. Achso, wir sind schon in der Luft. Das ging ja schnell. Sind hier schon abgehoben. Sind schon in der Luft. Also, ja gut, die PC6 hier beim Abheben natürlich noch kein Problem. Aber dann schauen wir jetzt einfach mal auf die ganzen Landungen. So, weiter geht's mit der Beechcraft King Air hier. Fliegen hier mal rein. Vorne sehen wir schon der Katomba Airfield hier. Schauen. Der Trimmung spielt wieder ein bisschen eigene Spiele. So, schauen, dass die hier irgendwie richtig eingestellt bekommen. Ja, und dann schauen wir einfach mal, dass wir das denn hier gelandet kriegen. Aber sollte eigentlich kein allzu großes Problem sein. So, da sind wir jetzt. Ein bisschen vom Gas gehen, sonst könnte es sonst doch noch spannend werden. Naja, ganz viele 500er hier. So, mal schauen. Dass wir hier mit ca. 110 runterkommen, nicht in die Bäume crashen. So, genau. Können wir auch mal runter. So. Sind wir auch locker gestoppt, heißt, wir gehen gleich weiter zum nächsten. So, weiter geht es mit der CRJ 700, sollte auch noch irgendwie klappen, gehe ich einfach mal von aus. Ist ja schon wieder der erste Airliner, kann man schon sagen. Also Qantas ist ja auch aus Australien, dann könnten die hier zumindest vielleicht ein paar regionale Routen hier hinfliegen, wenn hier denn Flugzeuge fliegen dürfen. Ja, mal schauen, wie das hier denn ausgeht. Kommen wir jetzt auf alle Fälle rein.
einfach nochmal, wie wir das Ganze hier denn schaffen. Zu schnell reinkommen. Weichere Landung bekommen. Dann sollten wir hier eigentlich stoppen. Ja, so gerade und gerade ist doch ziemlich knapp geworden schon. Aber hat noch hingehauen. So, mal schauen, ob Qantas sogar noch einen Schritt weiter gehen kann. Und hier sogar mit dem A320 landen könnte. Das wird bei Australien definitiv schon mal für Inlandsflüge reichen. Vielleicht mit Glück wird vielleicht die CRJ-700 auch noch irgendwie von West nach Ost kommen, aber mit dem A320 ist das auf alle Fälle natürlich versichert. Aber ja, mal schauen, könnte natürlich auf alle Fälle eine harte Landung werden. Trotzdem auch schwierig, hier nicht den Overrun zu machen. Wir schauen einfach mal weiter. So, da sind wir jetzt hier. Ja, mal schauen. Mal schauen. Könnte eine sehr, sehr enge Geschichte werden. Wiederum würde ich das im A320 auch irgendwie wiederum zutrauen. Schauen einfach mal. Geht schon mal vom Gas, dass wir hier so langsam wie möglich reinkommen und trotzdem noch hier sicher landen. Mal schauen. Das ist halt schon eine sehr, sehr Luxus-Landung gewesen. So. Und da hier. Das war halt wirklich mit 100. Bin ja wirklich gerade mehr oder weniger auf die Landebahn raufgeklatscht, aber sind dadurch locker gelandet. Also heißt, wir können sogar noch weitergehen. So, jetzt aber die spannende Frage: Was macht die Australian Air Force, wenn sie hier mit ihrer Globemaster landen möchte? So, das Hauptflugzeug ihrer Air Force, mal schauen, ob wir auch die Globemaster hier gelandet bekommen. Wird spannend, wird sehr, sehr spannend. Aber mal schauen, ob die Triebwerke hier genug Power haben. Kommen wir jetzt auf alle Fälle mal rein. Versuchen natürlich wieder mit so wenig Speed wie möglich, aber gleichzeitig auch noch irgendwie hier bis zur Landebahn zu kommen. So, das schaffen wir auch. Bums, so. Was ist drin? Und auch hier landen wir tatsächlich ohne Probleme mit. Also, boah, damit hätte ich jetzt fast echt nicht mehr gerechnet. Oh, ich habe einen Anruf bekommen. Qantas hat angerufen. Sie meinten, Kurzstrecke reicht nicht mehr. Wir wollen hier jetzt auch Langstrecke fliegen mit der 747. Ja, wir sollen das mal für die testen. Nein, das Spaß beiseite. Ja, mal schauen, ob die 747 hier auch noch landen kann. Das ist ja so ziemlich der Endplus. Das nächste wird höchstwahrscheinlich nur noch irgendwie die Antonov kommen oder irgendwie sowas. Wenn die 747 hier landen kann, kann ich glaube ich auch so ziemlich alles landen. Aber ja, wir schauen einfach mal, wie das denn hier so klappt. Komm hier jetzt so langsam Richtung Landebahn. Und dann schauen wir einfach mal. Wenn wir den Overrun machen, sind wir tot. Und ansonsten sind wir toll. Mal schauen. Kommen wir auch ziemlich schnell rein, fällt mir gerade auf.
Ja. Schauen. Schon mal so ein bisschen was raus, dass wir hier mal schnell ein bisschen abbremsen. Dann schauen wir einfach mal. So. Bums, runter hier. Und dann schafft es tatsächlich auch die 747 hier zu stoppen, ey. Das ist einfach nur albern. It's ridiculous, aber naja. Auf alle Fälle können wir jetzt Qantas erfolgreich sagen, dass sie hier sogar Langstrecke ohne Probleme fliegen können mit der 747. Leider ja mittlerweile Qantas schon die 747 komplett aus ihrer Flotte rausgenommen, aber wenn sie noch eine hätten, könnten sie es also machen. Da aber eben Katomba hier keine Hubschrauber oder Flugzeuge mehr haben darf, ist es eigentlich egal, aber man sieht, es wäre definitiv einiges hier möglich. Aber naja, damit würde ich sagen, können wir dann auch das Video beenden. Lasst unbedingt ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns noch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr auf diesem Kanal zu verpassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Kurz vor 100 Abonnenten. Also, ja, wäre es nochmal doppelt so toll. Also, ja, mal schauen. Aber dann sehen wir uns auf alle Fälle beim nächsten Mal. Werde ich höchstwahrscheinlich dann nochmal diesen anderen kleinen Airport auf dieser Insel, den wir beim letzten Mal da hatten, mal auschecken. Da ist die Landebahn nochmal um einiges kleiner, also freut euch darauf auf alle Fälle. Aber bis dahin, Leute, bleibt stabil. Ciao, ciao!